Die Hälfte der Eishockey-WM in Dänemark ist schon absolviert. Wir haben bereits viele tolle Partien gemeinsam geniessen. Und auch heute können wir auf vier interessante Duelle zurückschauen. Das machen wir auch in dieser Sendung, die heisst Replay, in den nächsten 30 Minuten. Die Startline-Up in der heutigen Sendung. Da begrüße ich unsere beiden Teleclub-Eishockey-Experten, Morgan und Kent. Willkommen. Danke. Danke. Und der ehemalige internationale Spieler vom EHC Biel, Beat Forster, auch Ihnen. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ich habe es gesagt, vier interessante Duelle haben am heutigen Tag auf uns gewartet. Und darum, wenn wir keine Zeit verlieren, fangen wir mit den Gruppen an. Und die Ausgangslage in dieser Gruppe hat sich folgendermaßen präsentiert. Da ist Frankreich am Nachmittag auf Österreich getroffen und Weißrussland hat Tschechien gefordert. In der Spitze von der Gruppe A, da wird sich heute Abend nichts ändern. Schweden und Russland bleiben auch nach dem Tag auf dem ersten und zweiten Platz. Die Tschechien hingegen, die könnten mit einem Sieg gegen die Weißrussen einen kleinen Sprung nach vorne machen. Wir wollen den heutigen Tag, respektive Abend, mit dem anfangen, was am Nachmittag passiert ist. Frankreich gegen Österreich. Das ist eine Partie, wo es für beide Teams um viel geht. Für Österreich, der noch nie gewonnen hat, zumal um eine Liga-Erhalt, respektive, dass man in der Weltgruppe kann bleiben kann. Für Frankreich kann die Liebäugeln nach wie vor mit dem vierten Platz, wo sie berechtigen für die Viertelfinals. Abstiegskampf oder gesichertes Mittelfeld? Das war die Frage, welche sich vor diesem Spiel zwischen Frankreich und Österreich stellte. Die Franzosen, die starteten besser in dieses Spiel, mussten aber in der vierten Minute den ersten Gegentreffer entgegennehmen. Thomas 100 Pfund traf zum 1:0. Die Österreicher, die hatten anschließend Chancen fast im Minutentakt, konnten diese aber nicht nutzen. Und so kam es, wie es kommen musste. Die Franzosen, die fanden immer besser ins Spiel und erzielten dann in der 10. Minute durch Damien Fleury den Ausgleich. Und nur gerade 3 Minuten später konnte Sacha Trey eine Überzahl der Franzosen ausnutzen und erhöhte noch vor der ersten Pause zum 2:1 für die Franzosen. Glücklose Österreicher, effiziente Franzosen, so könnte die Überschrift des Mitteldurchgangs dann lauten. Auch das zweite Drittel, das ging nämlich mit 2:1 an Frankreich und war erneut von einigen Torraumszenen geprägt. Die Austria erkämpfte sich in der 31. Minute zunächst das 2:2 und konnte im vierten Powerplay des Spiels endlich treffen. Frankreich profitierte ein wenig später dann aber ebenfalls von einer Überzahl und ließ sich bei einem 5:3 nicht zweimal bitten. Rot und Weiß haderte im Nachgang etwas mit dem Spielverlauf sowie der Chancenauswertung und kassierte nach dem 2:3 prompt den nächsten Treffer zum 2:4. Und so ging es dann in die zweite Drittelspause. Im dritten Drittel drückten die Österreicher von Beginn an vehement auf den Anschlusstreffer. Doch bereits nach 66 Sekunden zerstörte Sacha Trey mit seinem zweiten persönlichen Treffer den Traum der Alpenfraktion, hier nochmals ins Spiel zurückzufinden. So gewinnen die Franzosen letztendlich auch in dieser Höhe verdient. Die Österreicher, die spielen dann morgen um 16.15 Uhr gegen Weißrussland um den Abstieg aus der Top-Division. Ja, wieder nichts ist es gewesen mit dem Sieg von Österreich. Und verständlich, dass die Spieler der Österreicher frustriert waren nach dieser Partie. Das merkt man auch am österreichischen Spieler Thomas 100 Pfund an. Thomas, 7 penalties on the game, another unfortunate loss. Is the team getting frustrated? Yeah, of course we're getting frustrated. We had an early lead, but we didn't finish it off. And France came back pretty good, and then they took over in the second, and yeah. We get frustrated, yeah. 19 shots in the third period. You outshot them by quite a bit. Why couldn't you find the back of the net? I don't know. Their goalie did a pretty good job. We weren't pretty lucky in our shots there. And yeah, we got to pay respect to them for their job they did today. Well, good luck the rest of the way. Thank you. Der Captain sagt, ja, logisch sind wir frustriert, wir sind in Führung gelegen, hat die eine oder andere sehr gute Chance auch rausgelassen. Am Schluss müssen wir aber am Gegner gratulieren zu dem Sieg. Er sei selbstverständlich frustriert, sagt aber Hankerum auch, der Goalie der Franzosen sei halt unglaublich stark. Also relativ kurz abgebunden, was auch verständlich ist.
Es hat nicht gelangt für einen Sieg, aber das entscheidende Duell, das folgt morgen am Nachmittag gegen die Weißrussen. Das wird heiß, oder? Österreich, ja, gegen Weißrussland. Wer ist stärker? Das ist schwer zu beobachten jetzt. Was denkst du? Ja, es ist schwierig zu beurteilen, weil die haben noch nicht aufeinander getroffen. Und jetzt beide haben heute, ich sage nicht miserable Leistung. Weißrussland hat auch das Spiel ein bisschen voraus verloren heute und Kräfte gespart und voll Fokus auf das Spiel morgen gelegt. Die haben nicht viel gezeigt, welche Richtung, dass die morgen wollen, wir wollen gehen. Ich denke, die sind fokussiert auf dem. Ja. Wir haben einen starken Baumentor in Österreich, vielleicht range das. Also sind wir gespannt morgen Nachmittag. Also die Österreicher gegen die Weißrussen. Die Weißrussen, die am heutigen Abend, wie gesagt, gegen Tschechien im Einsatz waren. Und morgen hat es schon ein bisschen vorgegriffen. Ja, die Weißrussen, die haben die Partie mit 0-3 verloren. Es sieht gar nicht so brutal aus, das Resultat. Das 0-3 ist es im Spiel auch relativ knapp. Ich sage relativ knapp. Nein, 3-0 nach einem Drittel für Tschechien. Nachher hat die Tschechien ein bisschen vom Gas zurückgegangen und die Weißrussen hat gar nicht können oder wollen versuchen, etwas so rausholen in dieses Spiel. Tschechien war komplett überlegen. Hat das auch damit zu tun, dass man vielleicht nicht mehr hätte wählen müssen, dank dem Sieg gestern in der Overtime gegen die Russen, dass man sagt, so, wir tun jetzt gescheiter noch ein bisschen Kraft sparen, weil die wichtigen Partien, die folgen erst noch. Gut, hätte ja nicht viel mehr gebracht, wenn sie mehr Goal geschossen haben. Es muss ja gewinnen und sie haben das sehr clever abgespielt. Du merkst die Erfahrung, wie diese Mannschaft ist für die Tschechen. Die Kennzeit sind wir wieder gerne. Es ist ein sehr heißer Titelkandidat. Ja, ich denke auch. Und man hat bemerkt im dritten Drittel, die Spieler haben miteinander gequatscht ein bisschen und gelachelt ein bisschen. Das heißt, die haben nicht aufgegeben, aber die einfach, okay, wir haben das im Griff. Und die warten auf die nächste Challenge. Und wenn die einen hohen Gang aufschalten können, dann ist das eine Titelkandidat. Oh. So gegangen heute eben gegen die Weißrussen. 90 Minuten schreiben wir. Und da gehen die Tschechen bereits mit 1-0 in Führung. Ein wunderbarer One-Timer vom Libor Sulak war es, der das Goal eingeleitet hat, das er gemacht hat. Also das ist das heutige internationale Hockey. Ich glaube, das ist auch in der Schweiz wichtiger, dass man lernt, vor das Goal steht. Und dass man die Schüsse ablenken probiert, oder zumindest mit dem Goal in sich nehmen. Auch bei harten One-Timers. Und er könnte auf beide Seiten ablenken, oder? Er ist direkt in der Schusslinie geblieben. Viele Spieler bleiben an der Seite. Und dann kannst du nur, und der Goalie sieht das, oder? Und jetzt, aber wenn du gleich, du kannst den Screen machen, auf beide Seiten auch das Puck ablenken. Und Sarah Jaskin hat das super gemacht. Völlig verdient, also in Führung gegangen. 16. Minute, dann bereits 2-0. Also dort Goal so in einem schönen Abstand gefallen in dem ersten Drittel. Der Roman Horak ist es, der die Tschechen mit dem 2-0 in Front bringt. Ja, sehr schlechte Auslösung von der Weißrussen Seite. Gudas kann die Scheibe behalten an blauer Linie. Nachher Horak bekommt die Scheibe von Gudas, spielt das um Thomas Plekanec. Und Thomas Plekanec Schießmensch, aber er schießt nicht. Er sögert und er sögert ganz schön. Perfekter Pass auf Horak, aber miserable Defensive. Das ist ein tschechischer Hockey. Es ist viel Tschechen machen, das noch, noch warten und dann wirklich. Aber drei Weißrussen sind einfach zum Puck gegangen und der Torjäger war hinten. Niemand hat ihn gesehen. Einfach, weil es voraus eine schlechte Auslösung gegangen ist, weil der Verteidiger einfach einen schlechten Pass zu seinem Partner gespielt hat. Und so ist noch alles Spiel ein bisschen, haben sie ein paar Gnasäckchen. Und die Szene zeigt auch ganz klar auf, dass es eben Zweiklassengesellschaft an dieser WM gibt, oder? Einer von den Szenen, ja. Drei. Dreiklassengesellschaft. Oberklasse, Mittelklasse und dann Korea am Schluss. Das ist fast drei Klassen. Also der Kent unterscheidet hier bei drei Klassen. Der dritte Treffer, wenn wir euch selbstverständlich auch noch zeigen, gefallen in der 19. Minute, also kurz vor Drittelsende. Der Michael Repik und ja, nach dem Treffer hat die Russen eigentlich schon fast genug gehabt, aber es war wunderschön ausgelöst. Ja, die alte Stretch Pass hoch und der Center kommt zurück und lenkt den Puck ab zu dem Flügel, der mit Full Speed kommt. Und dann ein wunderschöner Schuss. Das ist höchste Klasse. Auslösungspass, Ablenker, Abschluss. Und es ist auch, ich schaue es aus Verteidigersicht an. Er läuft mit der Scheibe ins gute Eis hin. Es ist zwischen den Bullypunkten ins gute Eis. Und er macht wirklich zwei, drei Schritte vorwärts, also Gegenspiel. Und
So gibt er sich selber mehr Optionen, um zu spielen. Und Cervenka ist wunderschön in die Mitte gelaufen. Also, wenn ein Spiel ein Stürmer so einläuft, lieber ist als Verteidiger, den können auch spielen. Können lancieren. Wir haben gestern im Spiel von den Russen viel über die zwei Bastenstürmer geredet, David Pasternak und David Krejci. Heute auffällig, weniger auffällig sicher. Nicht nötig. Trotzdem ein gutes Spiel gehabt. Nicht nötig. Assist zum 1-0 Krejci und nachher haben wir einfach den freien Tag genossen heute. Ich denke auch, das ist selbstverständlich. Oder? Man stieg dem Flugzeug ab. Ist man okay, ein bisschen bereit zu spielen, aber nach einem Abend schlafen, dann bist du wirklich todmüde. Wir haben das alle erfahren. Ja, also ich nicht, aber ihr drei in dem Fall. Es ist schon ein Unterschied. Und man sieht es auch in der Liga, wenn ein Kanadier oder irgendein neuer Ausländer in die Schweiz kommt, das erste Spiel ist meistens gut. Er muss einen Kurs überlegen, er kann Hockey spielen. Und in zwei, drei Tagen, ja, da kann er sich erholen. Und dann wird er müde und muss dann mehr machen. Also, ich glaube, das ist schon ein grosser Unterschied, wenn du direkt das Spiel kannst oder du hast noch zwei, drei Tage Zeit und dann wirst du eben fahrt der Körper auch ab, bis sich alles gewöhnt hat. Also vielleicht gut, dass die Tscheche jetzt einen Tag Pause haben, erst am Sonntag dann wieder spielen gegen Frankreich. Zeit für Buchhaltung aus dieser Gruppe noch. Wir schauen uns den 8. Spieltag noch kurz zusammen in der Übersicht an. Frankreich, wie gesagt, hat gewonnen mit 5-2 gegen Österreich. Weißrussland, sie verlieren mit 0-3 gegen Tschechien. Aber Rang 1 und 2, das war klar, Schweden und Russland. Und neu auf dem 3. Rang Tschechien, gefolgt auf Rang 4 von unseren Schweizer Jungs. Und ganz unten eben das Duell von morgen Samstag Österreich gegen Weißrussland. Wenn wir die Gruppe wechseln in Gruppe B, auch da, wenn wir uns zuerst mal ganz in Ruhe den heutigen Tag in der Überblick, in der Übersicht anschauen, folgendermaßen ist gespielt worden. Auch dort haben zwei Partien stattgefunden. Am Nachmittag ist der Gastgeber Norwegen, ist der Gastgeber Dänemark auf Norwegen getroffen, so ist richtig. Und am Abend hat Südkorea sein Glück gegen die USA versucht. Die Amerikaner, die nach vier Spielen ganz zu oben stehen, spüren die Kanadier und die Finnen im Nacken. Und für Dänemark ist es ein wichtiger Tag. Schließlich will man die Viertelfinals, also mindestens den vierten Rang, erreichen. Und dafür braucht es eben einen Sieg heute gegen Norwegen. Es war eine Feststimmung beim Spiel Dänemark gegen Norwegen. Und wie gesagt, eben eine enorm wichtige Partie für Dänemark. Nach dem Sensationssieg gegen die Finnen heute eine ganz andere Rolle für Gastgeber Dänemark. Gegen Norwegen waren die Dänen Favorit. Die Norweger präsentierten sich lange als unangenehmer Gegner, Dänemark aber mit dem besseren Hockey. Es dauerte bis zur 20. Minute, ehe es klingelte. Niklas Jensen kurz vorm Ablauf des ersten Drittels mit dem 1-0. Ein Mann hier aus Herning, aus dieser Stadt, hier wurde er geboren. Und hier bringt er die Halle zum Kochen. Zweites Drittel, die Norweger nach vorne, weiter harmlos und nach hinten im Unterzahlspiel, wie schon vor dem 1-0 anfällig. Niklas Jensen mit dem 2-0. Immer wenn die schweren Jungs beteiligt waren, wie Larsen oder NHL-Mann Mikkel Böttger, wurde es unangenehm für Norwegen. Zweites Drittel ganz eindeutig zugunsten der Dänen. 3-0 Frederiksdorm nach Vorlage von Mikkel Böttger. Das ist die Entscheidung in der 34. Minute. 3-0 Dänemark jetzt mit den besten Chancen in dieser Gruppe, Platz 4 zu erobern. Hinter den USA, hinter Kanada und hinter den Finnen. Die Heim-WM, sie trägt die Dänen auch zu diesem Sieg gegen Norwegen verdient. 3-0. Nach einem sensationellen Sieg gegen die Finnen gibt es jetzt also den 3-0-Erfolg gegen die Norweger, den Frederik Storm. Er ist beim Interview vorbeischauen. Wir wollen wissen, ja, wie es er gesehen hat. Wie war der Sieg möglich gegen die Norweger? Another incredible performance by Denmark in front of a stellar crowd here today. How were you guys able to pull off this victory? I think we worked really hard, battle hard. And then we have an effective power play, so that was huge for us today. Just knowing that you guys are essentially a Cinderella story right now, nobody would have ranked you guys to be able to make the quarterfinals, but this could be the first time in national team history that you're able to do so. I see the smile on your face. Just knowing that that's within reach, how does that feel? It feels really good. We've done it twice before, but I think we have the team to do it, so we know we can do it.
This team seems to be coming together so quickly. I mean, you get some late additions to the roster. How is it that you're able to form that chemistry so quickly? I think we're a small country, and we all know each other really well from previous years. We don't have that many players to choose from, and it's a small hockey community, so we all know each other really well. So I think that's one of the secrets behind the chemistry. Confidence can be such an amazing thing as it continues to snowball. What's the height for this team and where you guys can continue to grow? Well, first of all, we have two important games left. We need to have two wins here, and then we go to the quarterfinals. So I think we take it from there, but I'm confident in our team. Thank you. Congratulations. Thank you. Also, wir haben gut geschafft, gut gekämpft, ein gutes Powerplay gezeigt heute gegen die Norweger. Und so sieht der 3-0-Erfolg eben zustande gekommen. Wo die Reporterin sagt, ja, ihr seid auch auf gutem Weg drauf und dran, sich zuerst mal für die Viertelfinale zu qualifizieren, sagt er, nein, es wäre schon das dritte Mal. 2010 und 2016 haben sie das schon geschafft. Ja, warum das die Chemie in dieser Mannschaft so gut passt, sagt er ja, Dänemark sei ein kleines Land. Community, die Eishockey-Community sei relativ klein und alle kennen eigentlich alle. Wo der Reis noch hingehen soll, wird er gefragt. Da sagt er ja zuerst mal noch zwei wichtige Partien in dieser Gruppe. Und dann sind wir eigentlich auf gutem Weg, eben in die Viertelfinals zu kommen. Das ist doch wunderschön, dass das Heimteam in die Viertelfinals will kommen. Das gibt im ganzen Land noch mal so ein bisschen Hockey-Euphorie, oder? Ja, das ist ausgelöst, wenn wir den Sieg gegen Finnland, und das ist weitergefahren heute. Man hat gesehen, die Bereitschaft zum Arbeiten von allen dänischen Spielern, die haben sie geopfert, in Schüsse gelegen gegen Norwegen. Und ganz hinten, etwas hat er nur vergessen, ganz hinten haben die eine riesen Jete, ein riesen Torhüter in Fredrik Andersen. Das darf man nicht vergessen. Er ist ein Top-Torhüter mit über 60 Spielen in der NHL dieser Saison. Das darf man nicht vergessen. Ja, die werden auch dieses Erlebnis nie vergessen. Volles Haus, viele Spieler spielen vor dem eigenen Publikum. Die sind dort aufgewachsen. Ich meine, das ist ein einmal ins Leben Erlebnis. Die genießen das und die bringen die Leistung. Und morgen spielt man gegen Koreaner, die heute ein 13-2-Packung bekommen haben, um das schon ein bisschen vorauszunehmen. Also auch dort werden es vermutlich nicht gross gefordert sein. Also denen wirklich mit einem Bein oder mit eineinhalb Bein in diesen Viertelfinals. Ja, aber das ist genau die falsche Einstellung. Wenn man mit dieser Einstellung ein Spiel geht, ankommt, Koreaner, die schon so viel Goal kriegt, die schlägt man locker. Ich glaube, dort auch für denen gilt, 100% muss man morgen leisten, weil für sie sind nicht so kurz davor, um das Viertelfinale zu erreichen. Dann wäre es das Dümmste, wenn du gegen Korea kannst, drüber stolpern kannst. Ist das tatsächlich möglich? Und damit, wenn wir den Fokus auf die heutige Abendpartie lenken, USA gegen Korea, das Resultat habe ich Ihnen schon vorweg, noch 13-1. Also sie haben 0-10 gegen Kanada verloren und heute mit 1-13 gegen die anderen Nordamerikaner, gegen die USA. Und es ist eine Packung und wir tun die Südkoreaner fast ein bisschen leid kennen. Ja, 100%, oder? Die hätten vielleicht nach 10 Tore aufhören müssen. Ich meine, ich habe das erlebt, wenn man zu gut ist für eine andere Mannschaft. Coach sagt, okay, Boys, man muss drei Pässe bevor man schießen darf oder so. Einfach, es ist ein bisschen ein Challenge für USA und ein bisschen, okay, die sind einfach ein bisschen schwach. Wir geben die eine. Meine Spieler haben ja nichts dafür, dass sie dort sind. Die haben sich qualifiziert, sind aufgestiegen in die Weltgruppe. Jetzt wollen sie das über sich ergehen. Siehst du vielleicht gleich noch etwas Positives? Aber ein spezielles Erlebnis, dass das die erste AWM ist von den Südkoreanern? Man hat Tore geschossen in WM. Man soll mit dem positiven Erlebnis mitnehmen. Ansonsten, man sind da zum Lernen. Was hat man gelernt? Einzustecken. Klipp und klar. Nein, aber du siehst wirklich den Unterschied von den Ligen. Also, ich glaube, die Amerikaner haben ein bisschen das umgesetzt, was der Ken gemeint hat. Sie sind wirklich zurückgeschaltet. Sie sind gespielt, sie haben ein bisschen Wasser, wie so ein 5 gegen 5 Powerplay aufgezogen. Und sie sind nicht mehr konsequent das Goal gesucht. Wenn sie es zum Abschluss gekommen sind, haben sie es gemacht. Aber ich glaube, indirekt haben sie schon ein bisschen mehr Pass gespielt, wie wir es jetzt gegen Kanadier oder gegen Schweden oder Top-Mannschaft würden machen. Ja, wir haben gestartet. Und das ist ein Highlight definitiv für die Koreaner. Sind es mit dem ersten Treffer von dieser Partie. 60 Minuten, Jin Hui mit dem ersten Führungsgoal an dieser WM für die Südkoreaner.
Das war ein schönes Erlebnis auch hier im Studio unter uns, weil wir sind alle, ich sage nicht geschockt, aber wir haben Freude gehabt. Das geht ja. Warum? Das ist cool. Warum? Das ist schön. Das Tor ist nicht wunderschön, aber das Scheibe über die Linie ist es schön. Sie haben genau so gespielt, wie sie jetzt die Tschechen gespielt haben, Powerplay, sind einen gehabt vor dem Golika. Der Schuss ist von der blauen Linie gekommen. Ja, der Nachschuss war vielleicht nicht ganz Glück gewesen, aber es ist rein. Und der Goalie hat seine Beine ausgekickt und hat erwartet ein harter Schuss und der Koreaner hat das nicht, der Puck nicht erwischt und ging unter seinen Schoner. Ich meine, aber er war so excited, oder? Oh, Scheibe ist perfekt. Und er konnte das nicht treffen. Das ist ein bisschen lustig. Ist doch auch schön. Aber so einen Moment dürfen zu genießen. Die Amerikaner haben die Koreaner nicht lang verschont. Nur 3 Minuten 12 sind Koreaner in Führung geblieben. Und wir springen schon ein bisschen weiter und schauen uns zwei Szenen an von dem Mann, der heute das erste Spiel gespielt hat. Charlie McAvoy, von den Boston Bruins, der Verteidiger, der heute eben seine Premiere gefeiert hat an dieser WM mit 2 Treffern zum 3:1 und 4:1. Ja, nein, in doppelter Überzahl. Superpass von Patrick Kane. Die Pass darf ja nie im Leben quer durch den Box gehen, aber das kann es durch Korea. Schön für Charlie McAvoy, dass er auch jetzt hier seine zweite Treffer buchen kann. Drive of Net, bringt Scheibe zum Tor, gute Arbeit von den Amerikanern. Erster Dritter hat die Amerikaner mir begeistert mit der Einstellung, was man gesagt hat. Ich bin einverstanden. Oder? Die haben eine andere Einstellung gezeigt und ein bisschen mehr auf den Coach gehört, denke ich. Und mehr Fokus auf die Zukunft jetzt in diesem Turnier. Aber das zweite Drittel ist eigentlich so weitergegangen, wie es das erste geendet hat. Es war eine Überzahlsituation für Koreaner. Und dann plötzlich geht es sehr, sehr schnell. Und der Derek Ryan, der läuft hier ins gegnerische Drittel und trifft Shorthander 5-1. Es ist wirklich, der Verteidiger hat ihn wirklich begleitet. Er hat ihn ins Drittel hinein begleitet. Man sieht, man ist wunderschön, er fährt einfach retour. Und er macht nicht mal Anstalten zu einem Angriff. Und irgendwann ist er in so einer guten Abschlussposition, dass er so ein Managerspiel nicht zweimal spätten muss. Yeah, shoot high war das Sprichwort für die US heute. Einfach über die Schulter. Jedes Mal Goalie ist runtergegangen. Psst. Man muss auch wissen, heute hat die Amerikaner 57 Mal auf Tor geschossen. Also das ist in 60 Minuten 57 Schüsse, das ist selten. Ja, rechne aus, wie viele Schüsse das pro Minute gibt. Einen weiteren schauen wir uns jetzt zusammen an. Ein weiterer, der nämlich auch innen ist, das 9:1 von Tage Thompson. Und das ist ein Spieler nicht etwa von der ersten Beinlinie, sondern ein Viertlinienspieler. Bekommt nicht viel Eiszeit, Tage Thompson in Überzahl und so, aber heute ist das auch schön, dass die vierte Linie ein bisschen profitieren kann für das viel freie Eis, was man hat und vor allem, dass die Torhüte nicht so schnell reagiert. Jetzt kommt die Hand. Nein, ich muss das sagen, tut mir leid. Ja, aber sie kommt wenigstens. Ja, das kommt, aber guck mal das an, das ist der Backup-Torhüter, wo sie spielen darf. Da ist die Scheibe rein, jetzt kommt die Hand, ja, die Scheibe ist schon 2 Sekunden in Tor. Das fünfte Spiel, man jetzt, oder sechs, fünfte halb Spiel, man jetzt die Saison spielt. Also, aber er spielt in AWM spielt er und dann muss man besser sein. Aber du musst ja 2 oder 3 Goalies aufbieten. Also, ja. Ja, ich weiß, aber ja, ich erwarte mehr in einer AWM. Ich lasse euch noch ein bisschen diskutieren. Ja. Wir schauen mal die Rundenübersicht von dieser Gruppe B. Und folgendermaßen ist eben heute in diesen 2 Partien gespielt worden. Dänemark gewinnt 3:0 gegen Norwegen. USA gewinnt mit 13:1 gegen Südkorea. Ganz oben aus, ohne Verlustpunkte, die US-Amerikaner, gefolgt von Kanada und Finnland. Und Dänen, ja, die sind jetzt auf dem so wichtigen 4. Platz. Und wie gesagt, sie spielen ja morgen gegen Korea. Und das ist ein gutes Stichwort. Morgen, weil die Hockey-WM macht praktisch keine Pause. Und so können wir euch morgen Samstag einiges bieten. Das Beste, was der Eishockeysport zu bieten hat. IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft in Dänemark. Live auf Tele Club. Morgen mit folgenden Partien: Die Slowakei gegen Schweden, Lettland gegen Deutschland, Österreich gegen Weißrussland, Dänemark gegen Südkorea und Kanada gegen Finnland. 5 von 6 Partien sind live hier auf Teleclub zu sehen. Einzige Partie zwischen Russland und der Schweiz, die dürfen wir Ihnen aus rechtlichen Gründen nicht zeigen. Zeigen den aber nach Schlusspfiff im Replay morgen alle Goal von dieser Partie und hoffentlich natürlich mit ganz, ganz vielen Schweizer Goal. Jetzt geht es morgen gegen Russland, sogenannte Grossen.
Ich traue ihnen ehrlich gesagt etwas zu, auch morgen gegen die Russen. Ja, der Auftritt, den sie bis jetzt angelegt haben an dieser WM, ist wirklich sehr gut. Also sie machen auch das, was die anderen Mannschaften machen. Powerplay, sie bringen die Scheibe vor das Goal. Mit dem Nido haben sie einen sehr guten Spieler, der vor dem Goal das amerikanische Spiel kann spielen kann, der weiss, wie ablenken kann. Ich glaube, das kann eine Stärke sein für morgen. Also, dann freuen wir uns doch auf die Partie. Und wie jedes Mal im Hockey-WM-Replay küren wir den Moment of the Day. Das ist ein Moment, der uns hier im Studio berührt. Ein Moment, der einfach unglaublich gut war gespielt wurde. Und heute ist es ein Moment, der wirklich einfach zeigt, wie stolz dass man auf das eigene Land und auf die eigene Leistung auch sein kann. Es ist nämlich der Moment, wo die Dänen nach dem 3:0 gegen Norweger anstehen und inbrünstig alle zusammen die Nationalhymne singen. Und das zeigt einfach, was ein Heim-WM kann auslösen. Ja, Full House und alle haben gesungen und Freude gehabt. Ich meine, es war wirklich eine schöne Szene. Ein schönes Stichwort ist Nationalstolz. Nationalstolz, genau. Und da werden wir uns natürlich zusammen anschauen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Analyse, Kent und Morgan. Ich danke. Ich bedanke mich bei Ihnen, bei Alp Forster. Danke für den Besuch. Ja, danke für die Einladung. Also morgen wieder Hockey hier auf Teleclub. Ich wünsche Ihnen jetzt ganz eine gute Nacht. Bis morgen und danke fürs Zuschauen. Tschüss zusammen.